Hey, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Bin hier gerade am Schauen, was wir vielleicht noch tun können. Also diese drei Fähigkeiten, die ich hier schon freigeschalten habe. Ja, machen natürlich Hunger auf mehr. Bin jetzt gerade am Schauen, was vielleicht gehen könnte. Also mit Zündung und Kühlung wird es schon mal auf keinen Fall was. Da habe ich erst eine drin in der Kleidung, die ich jetzt aktuell anhabe. Sieht echt schlecht aus hier. Blitzschlag 10. Was ist das Rechte? Das sieht aus wie Festung 5. Wenn das Festung ist, habe ich die ja schon. Blitzschlag 10. Da fehlen mir 6 Stück. Das ist natürlich auch nicht wenig. Hierfür auch 10. War nicht noch irgendwas hier? Blitzschlag 10, Widerstandsspule 5. Widerstand habe ich genug drin. Also Blitzschlag 10 wäre eigentlich jetzt das, was ich anstrebe. Habe schon mal gesehen, dass in dem Ring einmal Blitzschlag mehr drin wäre. Ich verliere die hochwertige Ausrüstungs-Droprate. Ich habe da immer, ja, mich gefreut über diesen Effekt der Kleidung. Aber so richtig was davon gemerkt hat man in letzter Zeit eh nicht. Ich würde da lieber noch so eine Fähigkeit nehmen wollen. Ob das jetzt klappt, weiß ich es nicht. Hier ist die Festung drin. Festung 5. Festung brauche ich für Lebensekel. Also den muss ich auf jeden Fall mit rübernehmen. Dafür bekomme ich nämlich hier schon mal einmal Blitzschlag mehr und der Ring hat drei Buchsen frei. Also habe ich dann zwei freie Buchsen. Wir fangen jetzt mal mit dem Ring an. Ich hoffe, dass es was wird. Ich habe ein paar Festungsspulen auf jeden Fall in ein paar Blitzschlagspulen, so rum, in der Kiste liegen. Ich hoffe, dass es das einfach irgendwie geht. Also die Festung wieder rein. Das wäre dann mein neuer Ring. Mann, das ist viel Action. Ja, aber eigentlich kümmert sich die Falle darum. Bleib mal hier und bist du dabei. So. Jetzt habe ich noch die Handschuhe. Hier, die haben zwei freie Spulen. Das hat nur eine. Eingebaut ist schon Widerstand 3. Zündung ist egal. Die bringt mir nichts. Widerstand 3 ist hier auch schon drin. Und ich bekomme einmal Blitzschlag dazu. Daher bin ich jetzt so erpicht gewesen, das zu probieren, weil ich jetzt schon mit dem Wechseln der Kleidung schon zweimal Blitz dazu bekommen. Das hier nehme ich die giftig raus. Die lege ich schon aber noch nicht allzu weit weg. Vielleicht klappt das ja nicht. Und ich brauche die wieder. So. Könnte ich hier aus dem Ring die nehmen. Die hier rein. Habe ich die zwei giftig und die eine Festung wieder reingepackt. Geht so nicht. Muss wieder heraus. Wieder angezogen. Jetzt müsste ich auf einem ähnlichen Stand sein wie vorher. Genau. 10, 10, 5. Hab Blitzschlag einmal weniger, weil ich den Ringer nicht anhabe. Aber jetzt habe ich hier den Ring mit drei Spulenbuchsen frei. Jetzt schauen wir doch mal in die Blitzschlag-Geschichte. 1, 2, 3 ist eine Spule. 1, 2, 3 ist noch eine. 1, 2, eine dritte könnten wir uns bauen. Die passt dann auch hier rein. Okay, wir bauen uns erstmal zwei Zweier Blitzschlagspulen, weil so passt es eh nicht rein. 6. Moment, schau lieber nochmal. Hier sind 3 drin. Ich könnte 3 einzelne einbauen. Das heißt, 6 Stück würde 1 fehlen. Da würde es ja eigentlich reichen, wenn ich erstmal eine Zweier herstelle. Also, ist es egal. Ist nicht egal. Doch, ist es egal. Ich mache es noch eine.
baue das jetzt mal spaßenshalber ein. 2-2. Und dann schauen wir doch mal rein, was dabei rumgekommen ist. Gut, anziehen müsste ich es am besten noch. Da, ganz viel Blitzschlag dazugekommen. Hat genau gepasst. Auf 10. Es wurde also etwas freigeschalten. Durchbohren Level 1. 10% Chance bei Fernkampfangriffen zu durchbohren. Ich vermute einfach mal, dass das dieser sofortige Tod ist. Durchbohren. Ich hoffe, dass das ist. Und das hier. Reduziert Blitzschlag erlittenen Schaden um 20%. Er macht den Blitzschlag. Der Schocker. Falls ich den mal hab, ne? Kann ich da wahrscheinlich mal reinrennen, bekomme weniger Schaden, vermute ich es einfach mal. Sonst ist da jetzt noch nichts. Ja gut, das Durchbohren ist natürlich schon mal, das klingt ganz gut, aber es hätte natürlich mehr sein können. Was war denn hier? Zündung 10 schaffe ich niemals. Kühlung 10, keine Chance. Was? Blitzschlag, Spule 10. Hätte ich doch dazu kommen bekommen müssen, oder? Das ist ja jetzt hell hier hinterlegt, weil ich das habe. Das hier wäre es da eigentlich noch gewesen. 10% Chance auf Blitzschlagangriffe beim Angreifen. Warum klappt das jetzt nicht? Ich stack mal neu. Zieh mal den Kram aus. 0 Spulen. Zieh das wieder an. Einfach mal, keine Ahnung. Vielleicht hat das ja einen Effekt. Nein. Übersehe ich was? Blitzschlagspule. 10 Stück. Auch 10 Stück. Okay, ich probiere mal speichern und laden, aber ich hoffe, dass ich nicht irgendwas übersehe. Das ist nur ein Spielfehler, ist. Was heißt nur? Das wäre natürlich auch Katastrophe. Und frisch geladen. So, reingeschaut. Sieht schlecht aus. Steht ja auch immer dran, für was die Spulen gut sind. Für Blitzschlag zum Beispiel. Da geht man ja auf Blitzschlag drauf. Steht Blitzschlag Spule 10. Klappt nicht. Ich habe hier noch eine frei, die könnte ich ja jetzt einfach mal einbauen. Ne, das ist nicht der hier, sondern das. Da ist Blitzschlag frei. Ich habe hier noch eine. Macht natürlich keinen Sinn. Zack, wieder rein. Es müssten wir 11 Spulen haben und das registriert immer noch nicht, dass ich die 10 Blitzschlagspulen habe. Das in der zweiten Zeile ist ja immer das, was man noch bekommt. Also diese Aufmerksamkeit 10 bekommt man dazu. Aufmerksamkeit 10 hier. Das oben drüber ist immer die Anforderung. Also das wird nichts. Schade. Muss man nicht verstehen. Ich baue jetzt die eine Blitzschlag wieder aus. Da rein, da hätte ich quasi auch einen Platz frei. Mit dem einen Platz kann ich aber wahrscheinlich gar nichts anfangen. Hier ist Blitzschlag einmal drin. Also überlegt, ob ich die alten Handschuhe wieder einbauen kann. Die haben Widerstand und Dingens. Nee. Nicht, dass es füllt mit giftig, fehlt mir. Festung und einmal Blitzschlag kann ich jetzt nicht wieder austauschen. Okay. Dann ist es halt so. Den Ring anziehen, hat jetzt einen Platz frei. Was ich damit mache, wird sich dann noch zeigen. Ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich hatte eigentlich
gehofft, dass ich mit dem Blitzschlag ein bisschen was mehr bekomme mit den ganzen Spulen. So, hier ist jetzt. Ach so, die Handschuhe. Ja, ich tue die. Ich habe immer so viele Sachen, weiß nicht so genau, nehme ich das jetzt oder nehme ich es nicht. Wie viel Zeit? 10 Minuten ist schon um. Hier hätte ich auch noch einmal Blitzschlag drin. Festung 2. Würde ja den Handschuh fast ersetzen. Die giftig müsste ich mit rübernehmen. Hätte dann 2 Spulenbuchsen frei. 2 frei. Hier wird gerade mal 4 Punkte draus. Das bringt mir gar nichts. Das bringt nichts. Widerstand habe ich genug. Habe ich aber auch hier genug. Widerstand könnte man ja auf 20 machen. Ist ja heftig. Widerstand. Feuerwiderstand, Kälte, Blitzschlag, Giftwiderstand. Das hier ist Widerstand 10. Nächste Stufe sind Widerstandsspule 20. Kann ich die vielleicht schon so weit upgraden? Eigentlich könnte ich es doch machen. Was spricht denn dagegen, jetzt die Widerstandsspulen einfach mal, ja, zu upgraden? Fällt da jetzt gerade nichts ein? Die liegen eh nur unter Kiste, also machen wir mal aus 3 Einser eine 2er. Dann das nochmal. Und das nochmal. 3 Zweier. Widerstandsspulen. Giftig. Festung. Festung, ich schaue, ob noch ein Widerstand irgendwo ist. Nein, das war einfach von Haus aus sehr viel Widerstandszeug eingebaut in den Kleidungsstücken. Die kann man aber halt nicht rausnehmen. Wir müssen auf jeden Fall noch an der Base bauen. Auf jeden Fall. Aber. So ein paar mehr Attribute würden mir echt gefallen. Natürlich hätte mir der Blitz auf jeden Fall gefallen. Nee, das klappt nicht. Ich kann die Dreier-Giftigspur, die hier von Haus aus eingebaut ist, nicht ersetzen. Nee, dann verliere ich den Ekel, also wird nichts. Vielleicht übersehe ich jetzt irgendwas. Nee, brauche ich nicht einbauen. Bringt mal nichts. 2 Widerstandsspulen. Vielleicht übersehe ich es irgendwas, aber so ist es dann halt. Kann leider jetzt nicht ewig darum machen. Dann fehlt es wieder an anderen Dingen. Also schlägt das erstmal wieder zurück. Zieh den Ring an und müsste ja normalerweise Blitzschlag. Prozent Chance auf Blitzschlagangriffe beim Angreifen. Will einfach nicht. Blitzschlagspule 10, Blitzschlagspule 10. Okay, keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ich habe hier eigentlich eine riesen Liste, es kommt jedes Mal was dazu. Ich schreibe mir das neuerdings immer ein bisschen auf. Und meistens wird davon am Ende des Tages nichts erledigt sein. Also die Liste wird einfach immer länger. Wir fangen mal mit was ganz Einfachem an. Und zwar legt man das Gewehr weg. Und zwar die Idee, das Teil hier umzubauen. Erstmal mal den weg, der ist schön stehen geblieben. Okay, gut, und zwar das Teil hier. Die können halt da mich runterziehen und durchspucken. Das mache ich jetzt weg und will da mal mit dieser Wand probieren, mit dieser halben hier. Halbe Wand, snappen an.
freie Snappen. Sie will nicht so tief gehen. Ich denke, das gefällt mir nicht. Oh nein, das gefällt mir auf keinen Fall. Ach du Schreck. Okay, die halbe Wand ist keine Option. Das Geländer habe ich ja auch schon zur Hälfte tiefer gesetzt, wie es eigentlich im Normalfall ist. Aber die Wand lässt sich nicht auf halb absenken. Also, zurück zum Geländer. Wir haben es versucht. Ich kann was von der Liste streichen, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch nicht schön. Ist natürlich schade. Aber so ist es. Gut. Punkt. Abgehakt. Geländer zu halber Wand. Weg damit. Jetzt Schalter umsetzen. Steht nicht ganz oben auf der Liste, aber habe ich schon 25.000 Mal gesagt. Mich immer wieder aufgeregt, dass ich das nicht treffen kann, wenn es mal drauf ankommt, den oberen Schalter auszulösen. Daher bauen wir da mal heute was dran. Ich hole mir aber erstmal noch das Material für zwei Schalter, vier Platten, zwei Stecker. Keine Platten. Zack. Zwei Stecker. Und zwar, dass ich einfach die Verkabelung von dem alten Schalter auf den neuen rüber switchen kann. Ohne nochmal drüber nachzudenken, wo war das jetzt angeschlossen? Ist meine Klingel aus oder was? Alles aufheben, die Klinge ist aus. Habe ich was dabei? Jo, erneut laden. So, hier habe ich irgendwo diesen anderen Schreier abgeschossen, aber wahrscheinlich sind die Pfeile schon weg. Egal. Zurück zum Schalter umsetzen. Beziehungsweise neu setzen. So, und dann kommt der hier oben weg und kommt damit da drüben ran. Mach es einfach auf eine Höhe. So. Gab es nicht eigentlich auch was zum Beschriften? Hey, Treffer. Wandschild, was kostet mich das? Ja, Klebeband. Ein bisschen schade, aber. Das hängt irgendwie komisch. Nee, es war schon richtig rum. Okay, hier mittig drüber geht's schon mal. Der Höhe wird es gehen. Ja, schauen wir uns das mal an, wie es aussieht. Ja, nicht schlecht. Wäre schön, ich würde drei hinbekommen. Ja, okay, mit dem Schild habe ich jetzt einen neuen Snap-Punkt bekommen. Das ist schon manchmal recht genial, das Game mit diesen Snap-Punkten. Man kann sich einfach neue Snap-Punkte schaffen. Gut, drei Schalterplätze. Der in der Mitte bleibt hocken. Der ist zwar aktuell nicht belegt, aber es ist egal. Ich baue jetzt zwei neue Schalter rein. Ob wir die heute alle belegen brauchen, weiß ich nicht. Aber der von da oben kommt auf jeden Fall da runter. Da würden ja dann noch viel mehr hinpassen. Ach, der Schalter gibt dann noch mehr Snap-Punkte frei. Aktuell geht es nur ein unter das Schild. Und dann gehen einfach nochmal welche daneben. Ach, wie schön. Wir machen das erstmal so. Die sind von Haus aus an und ich deaktiviere das Ding jetzt. Ich habe für uns schon mal die Tierfallen alle aufgefüllt. Man sieht aber, dass es schon wieder gut was reingelaufen ist. So, ich muss die jetzt auffüllen.
gebrauchtes Material. Die Wartungskits zu Tonnen herstellen und in der Kiste liegen lassen, das bringt halt nichts, ne? 18 Uhr. Ich denke, ein, zwei Punkte auf dieser Liste hätten wir schon noch abarbeiten können. Außer die Sturmmisch, weiterhin. Ach Mann. Ach, egal. Schön. Ah, so, jetzt komm ran. Ah, schön. Okay. Aufgefüllt. Ohne Probleme. Ihr habt mich kaum gestört. Aber aus dem Konzept bin ich ein bisschen raus. So. Das da oben ist die Riesenfalle. Das heißt, wir schauen mal hier wegen der Beschriftung. Machen wir doch Riesen. Nee, wir machen Haubitzen. So. Fertig. Okay, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, mittiger, aber ist egal. Lass mal jetzt so. Das heißt, der Spaß von da oben. Ich nehme mal das Kabel in der Hand, die Kabelzange. Muss an den. Also, das sieht man schon mal eindeutig. Das kommt an diese für die Riesen zuständige Fallensteuerung. Zack. Und der Strom kommt natürlich von der Batterie. Weiß jetzt nicht, welche von den beiden den Ausgang hat, aber das müsste ich jetzt ja eigentlich sehen, das Kabel. Die linke geht in die rechte und die rechte. Die rechte geht an den Schalter. Das müsste ich eigentlich kein Kabel verlieren. Genau, weil es nur getauscht ist. So. Die Haubitzen sind also jetzt da angeschlossen. So. Jetzt kommt das verhasste Teil endlich weg, ey. Das hatte ich mal ursprünglich so weit hoch gemacht, weil ich gedacht habe, wenn die Zombies hier langlaufen, die randalieren so viel hier. Der Schalter wäre in Gefahr, aber es ist okay gewesen die ganze Zeit. So, der hier Randale gemacht hat. Hat er inzwischen aufgehört? Jetzt läuft er rein. Okay. So, den Schalter wollte ich eigentlich auch mit hier rüber machen, aber den lasse ich jetzt dort. Ich habe mich so dran gewöhnt. Das heißt, wir werden mit dem Schalter umsetzen prinzipiell erstmal fertig. Ich wollte natürlich den Flammenwerfer noch mal neu machen. Würde ich das jetzt schaffen? Flammenwerfer neu. Könnte ich eigentlich schon mal dahin ziehen. Schild bitte. Mach mal hier Flamme an. Kabel. Das kommt jetzt aber von der Riesensteuerung. Das brauche ich also nicht. Das muss jetzt zu dieser Steuerung. Das hat immer Wirrer hier. Hier ist noch eins frei. Ich hoffe, es war wirklich frei. Das ist so komisch mit den Anschauen. Mit der Darstellung. So, das heißt, das hier geht zur Flammenwerferverlängerung. Das ist hier. Und das läuft noch darüber.
Okay, das heißt, ich kann jetzt hier anschalten, es geht alles an, außer der Flammenwerfer. Den kann ich separat ausschalten. Klingt eigentlich ganz gut. So, jo. Da lassen wir es erstmal durchgehen als Schalter umgesetzt. Ich hatte bei der letzten Folge aber auch so das Gefühl, dass ich irgendwas abgeklemmt habe. Was für die Haubitzen hier drüben sind. Ich hatte bei dem einen Umklemmen nämlich kein Kabel verloren. Links unten sieht man die Kabelanzahl, habe keins verloren. Das hieß für mich, es muss was schiefgelaufen sein. So, das ist die Dreierphalanx da drüben für die Riesen. Riese ist auf der Seite. Man sieht es halt nicht, wenn das nach hinten rausgeht, das Kabel aus dieser Verteilerdose. Sieht man das halt nicht, ob das angeschlossen ist. Aber es sieht eigentlich so aus, wäre da oben jetzt frei. Ich müsste jetzt ein Kabel verlieren. Habe ich nicht verloren. Da habe ich wieder kein Kabel verloren. Das gibt's doch jetzt nicht. Das ist so blöd gemacht. Mach doch einfach, wenn das ein Kabel dran hängt, ein anderes Grün draus, oder? Keine Ahnung. Das Ding hat jetzt Strom. Jetzt schaue ich die Haubitze. Wenn die Haubitzen keinen Strom haben, ist einfach Ende. Das läuft rein. Das läuft gerade durch den Kühlschrank, okay. Alles gut. Okay, schon schaffe ich wieder weniger wie geplant. Hier geht auch ein Kabel weg. Warum habe ich denn jetzt kein Kabel dazu bekommen? Beziehungsweise keins verloren beim Anklemmen von denen. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt deaktiviere, sehe ich, dass auf dem Mast Strom ist. Ja klar. Man hat natürlich auch die Kabel hinlaufen sehen. Da ist auch Strom. Hilft mir jetzt nicht so richtig weiter. Ich weiß jetzt nicht, was eventuell fehlt. Ach Mann, so wollte ich natürlich die Folge auch nicht verbringen. Das halt auch hier so. Man sieht eigentlich das Kabel nicht von hier nach da laufen. Weil sich an dem Grün und an dem Blau nichts ändert. Da oben sieht man es jetzt ein bisschen blinken, da ist halt was angeschlossen. Wenn man es schafft, den blinkenden Punkt zu bekommen, klar, dann hat man natürlich die Bestätigung, da hängt ein Kabel dran. Das Ding ist ja nicht mehr für die Riesen, das ist ja angeschlossen für mittlere Zombies. Es scheint richtig zu laufen. Schwierig. Ich schaue erstmal nach der Reparatur. So viel kaputt schon wieder. Hat es gleich gemerkt, die eine Fallenanlage, die Batterienbank wollte nicht fertig werden, nicht voll werden. Okay, da hören wir es erstmal auf mit dem Strom. Ich hoffe einfach, es passt. Ich brauche ganz dringend Munition in den Dingern. Mann, ist die Zeit ist vergangen hier. Hauptsächlich natürlich wegen den Spulen. Das war nicht so im Plan. Hab dann aber da reingeschaut und wollte das dann unbedingt wissen, ob ich das schaffen kann, weil es sah einfach machbar aus. So, wir schauen mal hier. Halben Stack Sticks rausgeholt. Okay, ich hab hier noch. Kann ich das erstmal lassen? Und holen wir jetzt hier noch ein bisschen Munition. Und zwar Mörsermunition. Machen wir jetzt mal das.
Und gehen die da drüben auffüllen. So, was hab ich denn in der Hand? Die Kabelgeschichte. Leg mal weg. Vielleicht sind wir da doch ein bisschen schneller. So, das haben sie zerschlagen. Ich wollte hier eigentlich was Tolleres aufbauen, wie nur so ein Fundament, weil die das immer wieder zerstören. Jawohl, können wir schon noch machen. Es muss ja nicht so exklusiv sein wie bei dem Schocker. Kommst du da hoch? Das schaffst du. So, Raster. Raster. Machen wir das. Das. So, und jetzt weiß ich nicht, ob die Säule das dann vom Einsturz bewahren würde. Aber theoretisch kann jetzt eine Wand einstürzen und das Fundament bleibt stehen. Bearbeiterstein fehlt. So, jetzt gehen wir erstmal auffüllen. Gut, somit wird schon mal eine Wand einstürzen, weil die aus Holz ist. Okay. Okay, da liegt er unten drin. Vielleicht holen wir den irgendwann mal raus. Aktuell nicht. Kann ich das irgendwie anders bekommen? 60 Schuss. Es geht immer nur ganz oder halb oder einzeln. So, 75 Schuss. Hier sind noch ein paar. Also Hälfte. 75 Schuss, das ist schon mal gut. Das, das, das. Hälfte war natürlich zu viel. 75 Schuss. So. Wir haben jetzt immer nur 50 reingepackt. Das hat nicht so richtig gelangt. Jetzt ist ein bisschen mehr drin. Jetzt brauche ich aber da drüben noch den Zugang. Den müssen wir jetzt auch noch schaffen. Ich hole mal bearbeiteten Stein. Ohne den bringt's auch nichts. Ja, was heißt, bringt nichts? Man kann natürlich das auch erstmal lassen auf Holz. Wird's halt wieder abgerissen. Wir machen das jetzt mal so. Irgendwas anderes wird schon fehlen. Jetzt habe ich einen bearbeiteten Stein auf jeden Fall schon mal dabei. Jetzt irgendwie ein exklusives. Ich bräuchte eigentlich gar kein Treppenhaus. Ich könnte doch hier außen lang. Ist natürlich während der Nacht wahrscheinlich ein bisschen blöd und das hier auch. Oh Mann. So, Munition, du hast noch. Bei dir gab es Schwierigkeiten mit dem Treffen. Du warst da ein bisschen zu nah am Geschehen wahrscheinlich. So, das heißt, wir haben keine 75 Schuss mehr für die letzte Waffe. Schau ich doch nochmal fix rein, was hier noch gefehlt hat. Jetzt Stahlbarren. Hat es hier nicht. Kupferbarren gehen auch bald aus. Ich schau mal rein, was wir so machen können hier. Ja, die Stickies sind dann bald durch. Machen wir das mal so. Und Stickies kann man noch ein paar herstellen. So. Das heißt, kann man hier nochmal einen Zehner rauslassen. Das sind jetzt ein paar mehr, wie ich brauche, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Nach der Nacht werden die Fallen leer sein. Falsche Richtung. Da lang. Ach so, und der Raketenwerfer hat sich doch eigentlich jetzt bewährt, oder? Ich denke schon. Bei ein oder anderer hält es vielleicht für übertrieben.
Aber der hat doch in der letzten Nacht ganz gut Matsch gemacht mit dem Zeug. MRL. 11 Stück rausgehauen. Wir werden großzügiger. Und irgendwann pleite sein. Das heißt, das Ding auffüllen hat jetzt 13 Schuss. Gut. Die Folge ist lang genug. Zum Start der nächsten Folge müssen wir das Ding noch auffüllen. Müssen nicht, aber machen wir vielleicht. Und natürlich alles reparieren, ist klar. Vielleicht fällt mir bis dahin noch ein, warum das Kabel nicht verbraucht wurde, aber ich vermute mal nicht. Aber so ist es dann halt. Kann halt nur in einem Chaos enden, will ja jeder sehen. Aber bis dahin könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Ein Abo sowieso. Ja, dann bis zur nächsten Horde. Ciao, Leute.